Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MTA Journal. Auch heute wieder mit verschiedenen Themen, die die Ahmadiyya Muslim Jamaat betreffen. Und wie immer beginnen wir auch die heutige Sendung mit den Worten des Khalifen, des fünften Khalifen, möge Allah sein Helfer sein. Die heilige Kraft, die dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm, gewährt wurde, war einzigartig. Im Zuhören des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm, lag die Reformation der Menschen. Es ist durchaus schwierig, nur eine einzelne Person zu reformieren, doch der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm, reformierte eine ganze Nation. Die Umstände zu jener Zeit finden keinen Vergleich. Die Gesellschaft verfiel einem moralischen Niedergang. Lüge, Betrug und Ungerechtigkeiten waren verbreitet. Aus diesen Menschen kamen Gefährten hervor, deren Handeln ein zeitloses Vorbild ist. Sie sind in der Liebe zu Allah aufgegangen. Kein Handel und kein Gegenstand konnte sie davon abhalten. Die Gefährten verbrachten ihr Leben im Wege Allahs. Ihr Handeln, ihre Gedanken, ihre Wünsche und ihr Besitz drehten sich um die Liebe Allahs und seinem Wohlgefallen. Sie wurden in der Frühzeit von den Feinden Islams gejagt, wurden gefoltert, lebendig ins Feuer geworfen. Sie gaben ihr Besitz in Allahs Weg, nahmen Schulden auf, um spenden zu können. Dennoch prägte ein Gedanke ihren Alltag. Werden wir Allahs Wohlgefallen erhalten und im nächsten Leben ein Teil der Gefährten sein? Die heilige Kraft des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm, hat sie dahin geleitet, dass sie in der Liebe zu Allah verloren gingen. Die Gefährten kämpften in den Verteidigungskriegen. Ihr Wesen bestimmten sie dafür, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segnung Allah sein auf ihm, zu beschützen. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, führte Begebenheiten aus dem Leben der Gefährten an. Im Vergleich zu den damaligen Muslimen haben die Muslime der heutigen Zeit den Geist verloren. Sie bringen sich untereinander um, stellen ihr Ego in den Mittelpunkt. Für die heutige Zeit hat Allah den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, bestimmt, um die Menschen zu reformieren. Er ist es, der uns den Weg wieder gezeigt hat, um sich zu reformieren. Er sagte, wenn Menschen all ihre Gelüste, ihr Ego ablegen und bereit sind, für Allah Schande zu ertragen und in ihm aufgehen, nur dann kann man zu Allah gelangen. Allah gewährt Akzeptanz und Würde denjenigen, die den Wunsch hegen, alles für Allah zu opfern und dies in die Taten umsetzen. Die Stimme und die Worte des Khalifen sind eine Anleitung für alle Ahmadi-Muslime. Wenn Sie noch weitere Juwelen und Highlights aus den Ansprachen seiner Heiligkeit sehen möchten, können Sie das tun bei uns auf YouTube auf dem Kanal MTA German Service. Dort finden Sie jeden Tag Ausschnitte aus den Ansprachen seiner Heiligkeit. Dort, wie gesagt, jederzeit verfügbar, jeden Tag einen Ausschnitt aufs Neue. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat bemüht sich das ganze Jahr über, den Frieden in der Gesellschaft voranzutreiben. Gerade besonders wichtig in einer Zeit, wo das gesellschaftliche Klima immer rauer wird. Und wir möchten heute die Zeit nutzen, um ein bisschen zurückzublicken auf das vergangene Jahr. Und wir beginnen mit den Friedensbemühungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Der erste Tag im neuen Jahr. Alle schlafen. Ahmadiyya Muslime auf ihrer jährlichen Mission. In hunderten Städten bundesweit putzen sie den Silvestermüll weg. Seit Jahrzehnten. Wenige Tage später. Tausende Nachbarn, Freunde und Kritiker sind eingeladen. Der Neujahrsempfang der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Erstmals findet dieses Jahr auch ein Seminar zur Deradikalisierung von jungen Muslimen statt. Als Partner kann die Ahmadiyya Muslim Jamaat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gewinnen. Hunderte junge Muslime reisen Woche für Woche ehrenamtlich durch das gesamte Land und verteilen Millionen Friedensflyer. Sie wollen ins Gespräch kommen und das schaffen sie auch. Wir sind alle Deutschland. Mit dieser Kampagne möchte die Gemeinschaft aufrütteln. In über 100 Pressekonferenzen werden Bürger über anstehende Veranstaltungen informiert. Die Botschaft ist klar. In mehr als 10.000 Ortschaften und Gemeinden hat man diese Flyer verteilt. Die Kampagne stößt auf Neugier und so kommen viele Menschen zu den Informationstagungen und stellen ihre Fragen. Soldaten besuchen unsere Moschee in Hannover. Für dialogbereite Muslime selbstverständlich. Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordneter der AfD, kritisiert zunächst den Besuch, kommt wenige Tage später dann aber selbst zum Dialog. Also warum bin ich überhaupt hier? Weil es immer besser ist, miteinander zu reden, als übereinander zu reden. Sein Urteil nach 90 Minuten? Das war ein gutes Gespräch.
Und ich glaube, dass es auch richtig und sinnvoll ist, dass man solche Gespräche führt. Durch fast 100 Benefizläufe im ganzen Land sammeln die Muslime Spenden für Hilfsbedürftige in ihrer Umgebung. Ahmadi Muslime organisieren Baumpflanzungen im ganzen Land, um so ihre Umgebung schöner zu machen. Dass sie in einer Zeit, in der man glaubt, die Welt ist nur von Kriegen, Hass und Auseinandersetzung beherrscht, dass sie gerade zu einem solchen Zeitpunkt ein solches Signal in diese Gemeinde, in dieses Gemeinwesen, in diese Stadt senden, finde ich einfach großartig. Pressekonferenz nach Terroralarm. Das Rockfestival Rock am Ring wird abgesagt. Der Veranstalter stellt auch eine Forderung in Richtung Muslime. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu 10.000 auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Für die Ahmadi-Muslime, die stets für Frieden einstehen, ist das kein Problem. Sie folgen dem Aufruf. Trotz Fastenmonat Ramadan marschieren sie mit Muslimen verschiedener Strömungen für den Frieden vorbei am Kölner Dom. Wir Muslime, wir alle Muslime wollen nur Frieden. Islam heißt Frieden, Islam lehrt Frieden. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat nur Frieden gelehrt und nichts anderes als Frieden. Und die Botschaft kommt an. Es geht ja darum, gegen Angst und Gewalt, gegen Terror im Namen unseres Glaubens aufzustehen. Und da sind alle Muslime gefragt, egal welcher Prägung. Zur Bundestagswahl startet die Ahmadiyya Muslim Jamaat eine interne Kampagne mit ausgewählten Zitaten seiner Heiligkeit. Das Wahlrecht verstehen wir als Wahlpflicht. Ja, das waren einige Einblicke von den verschiedenen Facetten der Bemühungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Und ich freue mich, mit mir im Studio Amis ab Deutschland begrüßen zu dürfen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wir können jetzt ein bisschen darüber reden. Und einer der Vorwürfe, der in diesem Beitrag angeklungen ist, den man aber auch leider immer wieder hört, ist: Trotz dieser vielseitigen Bemühungen, ja, wo sind denn eigentlich die Muslime? Warum sprechen die sich nicht klarer gegen Terror und Gewalt aus? Mhm. Was entgegnen Sie Menschen, die das quasi formulieren, diesen Vorwurf? Also wenn es Muslime gibt, die das machen, dann sind wir das. Ja? Wir machen das das ganze Jahr in zu vielen Gelegenheiten. Also nicht nur in dieser einen Demonstration in Köln, da haben wir es also sehr massiv gemacht. Also trotz Ramazan hielt das die jungen Ahmadis nicht davon ab, da uns auch mal Flagge zu zeigen, gerade in Köln. Köln ist ja in Verruf geraten durch die Neujahrsjacht, also vor zwei Jahren. Aber wir machen das ja überall, gerade im Westen, im Osten, da wo es schwierig ist, da gehen wir eigentlich hin und sorgen dafür, dass der Islam auf eine Art präsentiert wird, wo die Menschen keine Angst davor haben. Ganz im Gegenteil, sie sagen immer, ja, wenn dieser Islam präsentiert wird, dann sind wir mit ihnen. Ja, und das hören wir sehr oft. Und daraus ergeben sich dann neue Gespräche, neue Zusammenarbeit. Also das ist im Moment so die Erfolgsgeschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Das heißt, es gibt da schon einen Wandel. Die Leute nehmen das wahr, dass das quasi am 1. Januar losgeht bis zum 31. Dezember, dass da gearbeitet wird. Also ich glaube, das nehmen die sehr massiv wahr. Also jedes Jahr sind wir mehr präsent in der Öffentlichkeit, einfach weil die Jamaat auch stärker ist, weil wir in mehr Jamaats das machen und mehr junge Leute machen mit. Also ich finde das faszinierend, wie viele junge Leute beseelt sind davon, also mit guter Laune rausgehen und sich nicht also verängstigen lassen, ja, sondern die Leute einfach mit ihrem Spirit anspornen und auch begeistern. Also ich finde, da tut sich im Moment etwas. Ich komme gerade aus London und da waren so viele Leute aus Deutschland dort, die sich dann haben aufladen lassen von Hasso Rektas und die kommen dann rüber, wieder hier zurück nach Deutschland und dann machen die wirklich, also richtig, sorgen die für Furore. Also ich finde, da ist im Moment ein Spirit in der Jamaat, also der aufhorchen lässt. Und ich glaube, dass da dieses Jahr einiges passieren wird. Sie haben jetzt schon eigentlich die perfekte Überleitung geliefert. Sie sind ja noch ein bisschen bei uns im Studio. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Seine Heiligkeit der fünfte Khalif, möge Allah sein Helfer sein, hat uns im letzten Jahr bereits zweimal mit seiner Anwesenheit beehrt. Das ist eine Ehre, die uns immer wieder zuteil wird hier in Deutschland. Und auch darauf möchten wir natürlich zurückblicken. Das Highlight oder die Highlights des vergangenen Jahres. Frühjahr 2017. Seine Heiligkeit besucht Wald zu Tingen. Einweihung der Afiat-Moschee nahe der Schweizer Grenze. Einen Tag später geht es weiter nach Augsburg. Auch hier soll eine Moschee eingeweiht werden. Die Bet-un-Nasir-Moschee. Während seines Deutschlandbesuches legt seine Heiligkeit außerdem den Grundstein für eine Moschee in Raunheim. Auch in Marburg soll eine Moschee entstehen.
Auch hier spricht seine Heiligkeit über die Wichtigkeit eines Miteinanders für den gesellschaftlichen Frieden. Ein Insan ka ye farz hai ke apne dusre bhai ke kaam aaye qata nazar iske ki uska mazhab kya hai waisiyat insaan hame ek dusre ko samajhna chahiye hame ek dusre ke kaam aana chahiye aur ek dusre ki zaruriyat ko pura karna chahiye. Ich fand es sehr angenehm, ein sehr weiser, ruhiger, besonnener Mensch, der so einen inneren Frieden ausstrahlt. Da könnten sich manche ein Stück von abschneiden. Riedstadt in Hessen. Hier besucht seine Heiligkeit die Jame Ahmadiyya Deutschland, ein Institut für Sprachen und Theologie. Das erste Institut im Land, das muslimische Geistliche, also Imame, ausbildet. Dieses Jahr wurde die zweite Abschlussklasse verabschiedet. Damit kam der erste Deutschlandbesuch seiner Heiligkeit in diesem Jahr zu Ende und hinterließ viele Impulse für Deutschland und die hiesige Gesellschaft. Dann ist es wieder soweit. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, besucht Deutschland erneut. Das Jahrestreffen der Ahmadiyya Muslim Jamaat steht bevor. Vorher wird noch eine Moschee in Gießen eingeweiht. In einer feierlichen Zeremonie sprechen örtliche Würdenträger ihre Grußworte. Der Khalif spricht über die Integration von Mann und Frau. Hamari aurte bhi usi tarah mohabbat se mohabbat karne wali hain jis tarah mard. Hamari aurte bhi usi tarah padh likh ke mulk ki khidmat karne wali hain jis tarah mard. Balki ahmadi musalman auraton ke bare mein kahunga ki hamari ladkiyan aur auratein hamare ladkon se zyada padhi likhi hain aur zyada taleem yafta hokar mulk ko qaum ki khidmat kar rahi hain. Bas ye hai wo khoobsurat integration jo ahmadi musalman auratein bhi pesh karti hain. Messe Karlsruhe. Das Jahrestreffen der Ahmadiyya Muslim Jamaat findet statt. Die größte stattfindende Versammlung von Muslimen in Europa. Hier geht es vor allem um spirituelles Nachsinnen. Dieses Jahr kommen über 40.000 Muslime und Interessierte. Auch die Pressekonferenz ist gut besucht, denn auf der Jalsa begegnen Journalisten Muslime, die absoluten Frieden lieben und leben. Ja, das sind Besuche seiner Heiligkeit des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein, im vergangenen Jahr hier in Deutschland gewesen. Und Amisa, man hat es ja gesehen, also die Bemühungen von Hasu, die sind ja also kaum in Worte zu fassen. Und wann immer in Deutschland ist, es natürlich geht einem jedem Ahmadi das Herz auf und er nimmt uns quasi auch viel Arbeit ab durch seine Präsenz. Jetzt fragt man sich aber natürlich auch, Hasu beehrt uns so oft durch seine Anwesenheit, was sind denn die Erwartungen seiner Heiligkeit an die Ahmadi Muslime hier in Deutschland? Ja, dass jeder 24 Stunden am Tag arbeitet für die Sache von Ahmadiyyat und sich einsetzt und eben dieses Engagement auch versucht rüberzubringen. Und ich muss sagen, diese Beispiele gibt es. Ja. Also es haben immer mehr Ahmadis sich also auf die Fahnen geschrieben, wirklich also ihr Leben also der Jamaat zu widmen. Also nicht nur die 60 Imame, die wir jetzt haben, also die Waqf-e-Sindigi sind, sondern auch viele junge Leute, die also auch mit einem gewissen Risiko auf Job und Karriere, also da wirklich sich unwahrscheinlich engagieren, unwahrscheinlich viel Zeit investieren und wirklich beseelt sind von ihrer Arbeit, also innerhalb der Jamaat und eben auch nach außen eben da eben etwas zu tun. Und diese Besuche sind natürlich für uns ein Highlight, weil wir dann sehen, wie Hasuriak das in seiner Art auf die Menschen wirkt. Ja? Und der wirkt ja wirklich auf die Menschen. Also die nehmen ja etwas mit nach Hause, wenn sie also eine Begegnung mit Hasuriak das haben, auch wenn sie ihn nur von Weitem gesehen haben. Also er macht so einen Eindruck, wie dieser Bürgermeister in Marburg sagte. Also er hat eine Ausstrahlung, er ist wirklich der Vertreter des Friedens und es gibt ja nicht so viele davon in der Welt heutzutage. Ja. Ja. Können Sie da noch ein bisschen mehr erzählen? Weil Sie haben ja gerade schon angedeutet, Sie sind natürlich auch mit den Leuten dann immer im Gespräch. Hasu wirkt ja auch allein durch sein Äußeres, strahlt ja schon unglaublich viel aus, aber auch seine Worte. Dieser Kommentar einer Dame, die sagte, also er ist ein richtiger Friedensfürst und so sieht er auch aus. Ja, also das kommt so aus dem Herzen heraus. Also die Menschen sind einfach wirklich körperlich und auch spirituell angesprochen. Also die Vizepräsidentin der Gießener Universität sagte zum Beispiel, also sie war fasziniert, etwas Neues zu hören, dass wenn man eben Friedensbemühungen in diesem Sinne eben macht, wenn man die tätigt, dass man dann zwei Paradiese erwirbt. Einmal das Paradies in diesem Leben und das Paradies im Leben nach dem Tode. Und sie hat also sehr
klug und konzentriert dann gesagt, also das ist etwas, das habe ich so noch nicht gesehen und das nehme ich mit. Und mit dieser Erkenntnis bin ich sehr dankbar und gehe dann jetzt mit dieser Erkenntnis nach Hause. Ja. Und dass eine Frau in dieser Position so etwas sagt, also das heißt doch, dass genau das passiert, dass über den Islam Spiritualität wieder zu den Menschen kommt, dass sie sich eben Gedanken machen, dass es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Mhm. Und das ist ja nicht, also im Westen im Moment noch so bekannt. Ja, das stimmt. Sie haben ja auch gerade, wie gesagt, die Erwartungen von seiner Heiligkeit an uns Ahmadis hier in Deutschland formuliert. Und das gilt natürlich nicht nur für männliche Ahmadi-Muslime, denn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich sind auch die Frauen entgegen jeden Klischees in Deutschland Ahmadi-Frauen stark daran interessiert und arbeiten auch stark daran, Frieden in Deutschland zu verbreiten. So fühlen sich auch die Frauen der Ahmadiyya Muslim Jamaat längst zugehörig zu Deutschland. Sie sind Produzentinnen von Fernsehsendungen, ehrenamtlich organisieren sich Studentinnen und Mütter und werden zu Fernsehmachern. Zum Weltfrauentag laden sie ihre Nachbarn ein. Hier sprechen Frauen mit Frauen. Für viele ist es ihre erste Begegnung mit Muslimas. Mir ist aufgefallen, wie warm und herzlich die jungen Frauen hier auf einen zukommen, wie sie einem begegnen, einen die Projekte vorstellen wollen, die hier in der Gemeinde durchgeführt werden und einfach auch offen auch auf kritische Fragen reagieren, was mich total ja, begeistert und auch angerührt hat. Wie fühlt sich ein Kopftuch für Frauen an? Probe anziehen für Gäste. Es fühlt sich an, als wäre tatsächlich irgendwie ein Schutz da, muss ich sagen. Also es ist nicht unangenehm, überhaupt gar nicht. Und es ist so langsam, es kommt immer mehr das Gefühl, dass es irgendwie dazugehört. Die Frauen der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind längst fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Und wer sie treffen will, besucht einfach Veranstaltungen wie die Friedenskonferenz von Frauen für Frauen. Was ich besonders imposant fand, war eigentlich die Offenheit. Es ist eine große Ehre, hier zu sein, einen Teil zu haben an dieser Initiative. Sehr begeistert war ich auch von der Präsidentin, denn ihre Rede war auch eine absolute Inspiration. Die älteste muslimische Frauenorganisation vereint Millionen Muslimas auf der gesamten Welt und fast 20.000 hier in Deutschland. Es gab 20.000 Frauen etwa in Deutschland, die in der Lajna Imala, also in der Frauenorganisation, zusammengefasst sind. Wir haben es gerade gehört. Das ist natürlich eine Hausnummer und da wird auch viel getan. Trotzdem, Islam und die Frau im Islam ist in Deutschland ja ein Dauerbrenner-Thema. Wie erleben Sie das? Also ich bin erstmal durch diesen Filmbeitrag jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden und bin froh, dass jetzt endlich einmal unsere Aktivitäten der Frauen auch abgebildet worden sind und adäquat abgebildet worden sind. Also ich glaube, Frauen können manchmal sogar viel mehr noch verändern und erreichen, weil sie eine andere Art, eine persönlichere, direktere Art haben, mit Menschen umzugehen und miteinander umzugehen. Also Frauen finden viel schneller Gemeinsamkeiten als Männer, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und diese Veranstaltung hat gezeigt, und das war ja nicht nur eine, es sind ja einige Veranstaltungen, die gemacht worden sind, dass das sehr gut ankommt und das muss jetzt auch weitergemacht werden. Also die Jamaat ist da auch ideal aufgestellt und ich merke, dass auch andere muslimische Organisationen das immer mehr auch anerkennen. Ja. Gerade von Frauen hört man immer wieder, wie gut doch unsere Frauen aufgestellt sind. Und da gibt es mehr Verbindungen schon als zwischen den Männern mit anderen muslimischen Gruppierungen. Also Alhamdulillah, die müssen keine Angst vor der Zukunft haben. Aber sehen Sie das schon so, dass die Frauen in Zukunft auch mehr gefordert sind? Das hat natürlich einen anderen Eindruck, ja, wenn eine Frau so etwas vermittelt. Also wir sehen das Problem zum Beispiel bei der Lehramtstätigkeit. Ja. Wir brauchen viel mehr Frauen, die also sich sozial engagieren, die Sozialpädagogik studieren, also die im Kindergarten dann bereit sind, auch sich zu engagieren. Wir werden ja inshallah vielleicht dieses Jahr, wenn alles gut geht, sogar unseren ersten Kindergarten eröffnen. Wir sind an Hessens Schulen im Lehramt tätig, auch in anderen Bundesländern schon. Und wir haben noch zu wenig Frauen, die sich da engagieren. Ja? Die Zahlen zeigen, dass sich jetzt einige für das Studium bereit machen, einige schon im Referendar sind, aber da bräuchten wir noch viel mehr Frauen. Und es ist einfach die direkteste Art, in einer Gesellschaft zu arbeiten, wenn man mit Kindern, mit Jugendlichen arbeitet.
Also da wünsche ich mir noch viel mehr Frauen, die sich dafür engagieren. Hm. Und vor allen Dingen Männer, die die Damen auch dann, wenn sie verheiratet sind, auch weiter arbeiten lassen in diesem Bereich. Ja. Hm. Okay, also einiges unterwegs, aber auch noch einiges zu tun. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind quasi schon fast direkt aus dem Flieger zu uns in die Sendung gekommen. Vielen Dank dafür, Jazakallah. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch in den vergangenen Tagen gab es noch viele weitere Veranstaltungen in der Ahmadiyya Muslim Jamaat und die haben wir für Sie wie immer zusammengefasst. In Koblenz traf sich die Ahmadiyya Jamaat mit der evangelischen Gemeinde, um einen Gastvortrag zum Thema Staat und Scharia zu halten. Die anwesenden Mitglieder lauschten dem Vortrag aufmerksam, stellten ihre Fragen und diskutierten offen. In Berlin rief die Ahmadiyya Gemeinde zum Blutspenden auf. In Mörfelden-Walldorf trafen sich die örtlichen Gemeindemitglieder zu einem Weiterbildungsseminar. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wie gesagt, schauen Sie sich auch unbedingt unsere Videos an im MTR German Webstream und auf dem YouTube-Kanal MTR German Service. Dort finden Sie nicht nur die MTR-Journalsendungen der vergangenen Tage, sondern Sie finden alle Produktionen der Ahmadiyya Muslim Jamaat hier in Deutschland. Und Sie finden, wie gesagt, auch ganz wichtig, die Juwelen, die Perlen, die Worte des Khalifen, des verheißenen Messias, Lestat Ussalam, dort auf YouTube. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.